Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge LS19 auf der Mühlenkreis Mittelland. So, wir müssen halt mal gucken, was wir an Arbeit haben. So, Weizen, Soja wachsen noch. Die sind wieder mit Mais bestellt, das ist korrekt. Wir müssen kurz das Gras anknipsen. So, zack. Gras wäre wieder erntereif, könnten wir schon wieder Gras mähen gehen. Werden wir das da auch machen, würde ich sagen. Du, ne? Brauchen wir den Case? Wo ist der Case? Ja, hier ist der Case. Du reicht alle Maße zum Grasmähen. So, voll getankt bis zum halbwegs. Was wollen wir denn mehr von dir? So, zack. Heute ist also jetzt die letzten Wochen hier mit der Map. Hatten wir eben mal ein bisschen Stress, aber jetzt haben wir die meiste schon wieder angesät. Andere wächst noch. Gut, es liegt daran, dass ich meist grün geerntet habe. Das gibt mir ein bisschen Puffer. So, ja, zack und zack. So. Kurs mähen. So, Wiesehof ist das nämlich. Zack. Und da gehen wir Feldarbeit. Und du kennst den Punkt, den ersten Wegpunkt. Und Abfahrer einstellen. Jetzt geht's. So, steigen wir hier aus. Guck gleich mal nach den Hühnern, wie es da aussieht. Oha. Habt ihr da rumgetreckt, ihr Schlingels. Und wie sieht's aus mit der Palette? 4 Pappen sind drin. Und 16 passen rein. So, du machst. Ich lasse erstmal kurz hier stehen. Ich brauche dich mal oben am Feld zum Saubermachen. Hilft nichts, brauche dich oben zum Hühner sauber machen. Du bist mal hinter der Frontlader halt. Ich muss sagen, ich denke mal, ich werde den Käse behalten. Ja, hole ich mir noch einen anderen, stärkeren Schlepper. Vielleicht auch einen Käse. Wenn was ich mir holen soll, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Noch als vierten Schlepper. Bin ich mal gespannt, was ihr dazu so sagt, was ich mir da noch holen könnte. Ich setze die Schiebe da schon mal ins Silo rein. Ich brauche es jetzt eh nie. Wir sind eh so ein Durchfahrsilo. Den bin ich eh nicht so der Freund von den Durchfahrsilos. Ich habe eher die Keilsilos. Mag ich lieber. Ich weiß nicht wieso, ob es daran liegt, wo hinten eine Wand ist, dass das mit dem Schieben sich besser macht. Keine Ahnung. Bin ich planlos. Aber wisst ihr, planlos geht ja planlos. So, zack. Oh, upsala. So hängen geblieben, jawohl. So,
Riesen. Und zack. Was mal nimmst du denn? Da kam nicht mehr raus. So. So, haben wir das auch erledigt. Gucken wir mal ins Menü, sind die Hühner wieder wunschlos glücklich? Das muss ich mal wieder zurück machen. Gras aus, Tiermin. Okay, hat er ja aktualisiert. Läuft aber. Das läuft. So, 60.000 haben wir noch über. So. Zwei Felder, wo Stroh rauskommt. Den Weizen brauche ich für die Saatgutherstellung mit. Also das habe ich schon mit reingenommen, aber mal muss mal kurz gucken. GE. Hier haben wir die Güllelager. Gärreslager. Milchhaus, okay, Wassertank. Wir nehmen so Gerste Lager, ein großes. Wie viel kann das passen rein? 500.000 Liter. Wie war das? Also das ist da. Jetzt müssen wir jetzt gucken, zwecks den Triggern. Mensch, so drehen wir dich mal. So. Das ist nur die Frage. So. Machen wir aus, nur kurz zum Sektion des Anderslager, ne, war Feld 9, ne, Sektion die an. Okay, hab's mal in den, der ist am nächsten. Das geht einigermaßen. So, hier ist bestimmt. Ein. So, Produkt Rohstoff. Das glaube ich, das ist ein. Anderes aus. Wir werden es ja sehen. So, ich habe jetzt aber kein Gärreste-Fahrzeug, ne? Kaufen wir jetzt noch nicht. Ich habe es schon mal erstmal so locker platziert. Das ist naja, es geht. Das nachher mit dem platzierbaren Zeug. So, du. Also, du sollst ja hier bleiben, du sollst wieder zurück eigentlich. Dann muss ich noch die Produktion noch mitnehmen. So. Und ich. So, schnappen wir uns dich hier. Und die Ballenpresse. Machen wir Silageballen draus. Ich muss Wickeln einschalten. Ja, sehe nix. So, und dock mal an, passt.
So, wo ist das denn jetzt? Das nähert sich zum Ende. Da muss man jetzt stehen. Ja, eine Bahn noch. Exakt noch eine Minute will er brauchen. Okay, ich sagte noch 13 Sekunden. Na, ja, manchmal kurz einen Schluck aus der Flasche nehmen. Zwar Tee, aber kein Husten-Bronchial-Tee, weil der hängt mir also ein bisschen im Hals raus, ich brauche viel Abwechslung. Habe ich nur so Krübel-Instant-Tee. Habe ich eigentlich immer so neben mir stehen, weil der Husten-Bronchial-Tee, den ich viel trinke zurzeit, den muss man ja warm trinken. Wenn ich bei Aufnahmen bin, warm trinken ist das so eine Sache. Weil ich sitze ja viel da und quatsche. Das klappt, wenn ich bastel. Oder beim Mietis beschriften geht das auch noch. So, letzten Meter. Wir haben fertig. Nehmen wir raus. Sind klappen wir zusammen. So, kann man schon mal einen neuen Kurs laden. In der Zeit, wo er hier rumfährt. So, dann müssen wir hier auf die Weltkugel. Genau deswegen. So, jetzt können wir schon mal laden. Wo haben wir es? Feld 7 Ladmarsch. Erster Wegpunkt ist eingestellt. Was wollen wir mehr? Ja. Außer ich jetzt Bescheid frage, wenn ich die Maße mitdrehen kann. Das haben wir gerade festgestellt. So, als nächstes steht ja der Futtermischer an. Ob ich hier von GTX jetzt schon drauf oder ob ich jetzt noch nicht drauf. Das sind immer wieder Fragen, die ich mir stelle. So, Futtermischer, da kann man schon anfangen mit Futtermischen langsam. Meine Katze sagt nein. Aber die frage ich jetzt gar nicht. So, Abfahrer einstellen. So, muss ich noch mal ganz kurz was gucken. Das ist ja bei Diverses, ist ja, wenn er dabei ist. Nee, ich will doch den Kärcher platzieren. Ah, doch, hier sind sie doch. 90.000 Kosten, die ich brauche, den hier. Ist aber egal, kostet 90.000. Und da brauche ich noch ein Lager, das habe ich hier drin mit. Im Pack. Du, wo ist das denn? Nee, der Rampe war es nicht, das war eins. Da war es dann, das war bei Silas mit drin, glaube ich. Standard Grashäcksel gut, Grashäcksel gut. Düngerlager. Das ist ein Mega-Lager. Gut, ich könnte dort noch Dingsbum wieder zuschreiben. Wie sieht die Mischration überhaupt aus? Hahaha. Hier haben wir Silo für Futtermischer. Das ist Silage. Sind das jetzt das Gepunktete? Jetzt mal gucken kurz.
Entschuldige, dass hier nicht vorwärts geht, Leute, aber ich muss das gucken. Ja. Das ist das gepunktete, also das hier ist Mischration. Weil das ist Gra das ist Heu, Stroh, Silage. Also das hier ist Mischration. Okay, gucken wir mal, wo wir Mischration in die Silos reinkriegen. Wo die Silos? Hier nicht, da nicht, da nicht, da nicht. Dann was nimmt der Stroh und Heu. Der und Oni. Der macht das Hex, der macht das Silage. Das ist genauso abgedecktes Zeug. Hier haben wir was. Saatgutlager. Ein Düngelager. Getreidesilo Standard. Der hätte es mit drin, ich brauche kein extra Lager. Der nimmt es auch mit, habe ich damit eingeschrieben, glaube ich. Ich habe eigentlich eingeschrieben, wie ich das selber produzieren kann. Zwecks der Lagerreise. Aber jetzt gehen wir hier weiter. So, fangen wir mal an hier mit. Achso, das ist sowieso Heuballen. Ich muss aber noch was anderes machen. So, Ballen. Ableger muss vom Ballenwickler automatisch. Ballenwickler ist wieder eingeschaltet. Da ist eingeschaltet. Wir gucken mal. So, wir gucken mal. Guten Aschen oder jetzt nehmen, weil das wird ein Heuballen. Das ist nun mal so, den wickelt er nicht. Den tragen wir dann so weg bei Gelegenheit. Jetzt ist die Frage, wickelt es oder wickelt er nicht? Er wickelt. Er wickelt, das ist gut. Das ist sehr gut. So, weiter geht's. Bringen wir bloß schon mal wieder ein bisschen was für unsere BGA. So, wir sind auch schon wieder am Ende der Folge. So gut wie. Im letzten Zügen, sagen wir es mal so. Bum, 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 bum. Das piept da wieder. Oha. Schmeiß weg das Teil. Let it go. Aber ich komme jetzt erstmal zum Ende für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao. Sagt euer Jaso.